Mahlzeit, ihr Lieben, Patrick hier wieder, frisch zurück aus Berlin und in diesem Video geht es darum, wie du es schaffst, unglaublich sympathisch auf andere zu wirken und gleichzeitig enormes Vertrauen zu erzeugen bei deinem Gegenüber. Viel Spaß damit, bis gleich. Servus ihr Lieben, Patrick hier und schön, dass du wieder zuschaust. Ich komme gerade frisch zurück aus Berlin und bevor es das erste Mal wieder ins Fitnessstudio geht, dachte ich mir, ich nehme mir die Zeit und mache als erste Amtshandlung dieses Video. Für diejenigen, die das erste Mal zuschauen, sage ich kurz vorab, ich war einige Jahre als Flirtcoach unterwegs und deshalb, aufgrund der etlichen Erfahrungen, die ich da sammeln durfte, maß ich mir an, dieses Video mit diesem reißerischen Titel zu machen. Wie erzeugst du unglaubliche Sympathie und unglaubliches Vertrauen auf andere Menschen? Darum soll es hier in diesem Video gehen. Ich möchte eine Sache vorab sagen. Wir alle werden als Originale geboren, aber sterben als Kopien. Das ist einer dieser Sätze, die mich seit einigen Jahren verfolgen. Wenn du geboren wirst, dann kannst du dir vorstellen, dass das du bist. Hier ist das gesamte Potenzial, was du hast. Alle Kräfte, die dir innewohnen, alle Stärken, alle Ressourcen. Du hast keine limiting beliefs, du hast keine Glaubenssätze, die dich einschränken. Du hast keine Dogmen in dir, die dich irgendwie so und so verhalten lassen. Und dann ist es so, du kommst irgendwann in den Kindergarten und da sagt man dir beispielsweise, sitz gerade, sei leise und so weiter. Das ist richtig, das ist falsch, das gehört sich nicht. Und du engst dich ein, du wirst zugebombt, eventuell mit einigen Dogmen, mit einigen limiting beliefs. Dann kommst du in die Schule und auch die Schulform aktuell ist nicht wirklich darauf ausgelegt, dich zu einem Freidenker zu machen, sondern sie ist darauf ausgelegt, die breite Masse in die Bahn zu lenken, die erstmal für die Gesellschaft gut sein könnte, für Angestellte, die wenig hinterfragen und gut funktionieren. Jetzt ist es folgendermaßen. Irgendwann sind wir also von dem großen Blatt, von dem großen Potenzial, welches wir haben, und wir sind einfach nur noch eine Kopie. Wir werden zu der breiten Masse. Und ich verallgemeine das hier jetzt extrem. Ich hoffe, das ist allen bewusst. Das heißt, aus unserem bestehenden Potenzial ist das übergeblieben. Wir sind ein Sammelsurium aus Erfahrungen, aus Dogmen, durch die Religion, durch die Werbung, durch die Schönheitsindustrie, durch die Schule, durch die Erziehung und so weiter. Und das Gute ist, das ursprüngliche Potenzial ist nach wie vor da. Aber wie legen wir das frei? Nun, Menschen lernen, wie sie wirken. Und die meisten Menschen umgehen gerne Konfrontationen, die meisten Menschen umgehen gerne Kritik und die meisten Menschen wollen verhindern, angegriffen zu werden und sich angreifbar zu machen. Und genau da möchte ich ansetzen, denn ich glaube, dass das die Stellschraube ist, womit alles steht und fällt. Denn das, was ich in den letzten Jahren beobachten durfte, nicht nur aus meinen Erfahrungen, sondern auch bei den Erfahrungen Dritter, ist, dass sich selbst komplett zu öffnen und angreifbar zu machen, einer der Sachen ist, die den größten Unterschied macht im Bereich Sympathie und Vertrauen. Das heißt, jeder Mensch mag eigentlich nicht diese perfekte Plastikblume, ich hatte das schon in einem Video gesagt. Aber warum nicht? Man muss sie nicht gießen, sie ist perfekt, sie ist unglaublich symmetrisch, sie ist die perfekte Blume. Aber dennoch mögen wir Menschen echte Blumen. Das heißt, wir mögen das Vergängliche, wir mögen das Echte. Dieses Beispiel oder diese Metapher möchte ich an dieser Stelle genau deshalb benutzen, weil die meisten Menschen innerhalb einer Gesellschaft sich so verhalten, wie es sich halt gehört, sich zu verhalten. Man sagt nichts, was irgendwo für Aufschrei sorgen könnte, man
wenn irgendwer, wenn man eine andere Meinung hat als wer anders, dann hält man sie vielleicht mal zurück, weil man braucht diesen Trubel ja jetzt nicht und so weiter. Wir wissen, wie wir durchs Leben gehen können, ohne Angriffsfläche zu bieten. Wir sind quasi undercover. Nur genau das ist etwas, was verhindert, Menschen zu finden, die uns sympathisch finden und die uns lieben. Denn wenn wir nur das Stück von uns zeigen, was andere sehen sollen, wie können wir dann irgendwie erwarten, dass Menschen uns für all das lieben, was dahinter steckt? Wir können nicht erwarten, dass wir anderen Menschen so viel von uns zeigen und dass wir aber gesehen werden für all das, was wir sind. Und wir alle, für uns individuell, wissen, wer wir sind, was wir repräsentieren. Aber erst in dem Moment, wenn wir das komplett zeigen, und das heißt auch, sich angreifbar zu machen, das heißt auch zu erzählen, wo unsere Macken sind, wo unsere Schwächen sind, wo unsere Kanten sind, das ist das, was Sympathie erzeugt. Das ist im übertragenen Sinne die echte Blume, anstatt die perfekte Plastikblume. Denn das ist das, was real ist. Das ist das, was authentisch ist. Denn das Bild, was uns vermittelt wird, wie man zu sein hat in der Gesellschaft, ist fake. Die Werbeindustrie, die Schönheitsindustrie, all das, was uns gesagt wird, erzeugt die Plastikblume. Es ist ein Ideal, welches auf einer Illusion besteht. Denn in dem Moment, wo wir so perfekt wären, wären wir die perfekte Plastikblume. Und nicht wirklich würde uns einer sehen. Denn das ist nicht real. Real ist, dass wir alles Menschen sind. Du, ich, jeder von uns. Wir alle haben Höhen, wir alle haben Tiefen. Wir andere haben ein Sammelsurium aus Emotionen, die wir fühlen können. Und nicht immer das perfekte Bild nach außen. Und nicht immer die perfekte Laune, und all das ist natürlich, all das ist menschlich. In dem Moment, wo wir also das ablegen, was wir eigentlich nach außen hin zeigen wollen, und das nach außen hin zeigen, was wir in unserer Gänze sind, mit all den Sachen, die wir fühlen, denken und so weiter, auch wenn sie eventuell gesellschaftlich nicht konform sind, dann bieten wir Raum dafür, wahrgenommen zu werden als der Mensch, in der wir wirklich sind und nicht als der Mensch, den wir vorgeben zu sein. Das ist der erste Schritt, wie du unglaublich sympathisch auf andere wirkst und unglaubliches Vertrauen schaffst. Präsentier dich nach außen hin so, wie du wirklich bist und nicht so, wie du denkst zu sein hast. Woran merkst du das? Du wirst dich das ein oder andere Mal in gesellschaftlichen Situationen wiederfinden, vielleicht wenn du neue Leute kennenlernst, dich in neuen Runden befindest, eine neue Arbeitsstelle hast und so weiter, wo du die Wahl hast, du könntest jetzt was sagen, was eventuell, wo eventuell nicht alle mit d'accord gehen, oder du sagst das gesellschaftlich Etablierte, wo jeder zustimmen wird, oder wo du vielleicht einfach nicht unnötig Aufmerksamkeit auf dich lenkst, weil dir vielleicht auch das unangenehm ist. Egal was es ist, handle zuwider diesem inneren Gefühl. Denn wenn du das machst, dann beginnst du anderen den Teil von dir selbst zu offenbaren, den du eigentlich nur selbst kennst. Aber damit bietest du anderen auch die Möglichkeit, dich für genau diesen Teil zu lieben. Du kannst dir sicher sein, wenn du kontroverse Meinungen hast, wird es da draußen Menschen geben, die mit diesen kontroversen Meinungen d'accord gehen. Und die werden zu dir kommen und ihr werdet euch anfreunden und ihr werdet euch bestens verstehen, weil ihr das erste Mal wirklich auf einer Augenhöhe seid und du das erste Mal wirklich für die Person wahrgenommen bist, mit all deinen Gedanken und Gefühlen, die du wirklich bist. Und nicht nur für den kleinen Teil, den andere von dir sehen dürfen, weil du sonst nichts von dir zeigen möchtest, aus dem Gefühl der Angst heraus, um dich für das angreifbar zu machen, was dahinter steckt. Fazit dieses Videos ist folgendes. Wenn du irgendwann sozial in neue Rahmen kommst, in einen neuen Freundeskreis, wenn du als Mann vielleicht eine Frau kennenlernst oder als Frau vielleicht einen Mann kennenlernst und du hast die Wahl, was du sagen kannst, öffne dich. Öffne dich, soweit du dich öffnen kannst. Du machst dich damit angreifbar, ja. Aber diejenigen, die genau das ausnutzen, kannst du direkt aussortieren, denn das sind nicht die Menschen, mit denen du wirklich Zeit verbringen willst. Aber diejenigen,
die das sympathisch finden, die hast du auf deiner Seite und zwar voll und ganz. Denn diese Sympathie, die dadurch entsteht, wenn du Sachen von dir zeigst, die du nicht allen zeigst, das ist die wahre Sympathie, wo du dich gesehen und geliebt fühlst für die Person, die du wirklich bist, anstatt für die Person, die du nach außen hin sein willst. Dir noch einen schönen Tag und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal. Bis bald, euer Patrick, adios.